What's going on? This is Wilbur Cooper coming at you from Vice's headquarters in Brooklyn. My colleagues over in Germany linked up with the most notorious gangster rapper from their country, a guy who's famous for stealing an armored car. This is Prison with Xatar. Pass auf, Bruder, pass auf, weil die Scheiße wird ernst. Die Scheiße wird in dem Moment ernst, wo deine Mutter in den Knast kommt, dich besucht und anfängt zu weinen. Dann wird die Scheiße ernst. Das ist die Sache. Ihm sucht die Polizei Gibar Hayabi, besser bekannt als Rapper Xatar. Zusammen mit mehreren Komplizen soll er einen Goldtransporter überfallen und Gold im Wert von 1,8 Millionen Euro erbeutet haben. Die Polizei vermutet, dass der Rapper einer der Drahtzieher des Überfalls gewesen ist. Das Kuriose, 2007 drehte der Rapper dieses Musikvideo, in dem er Selbstjustiz verherrlicht. Und einer der Drehorte für das Video war ausgerechnet das Oberlandesgericht in Köln. Freiheit oder Knast, jetzt entscheid dich. Das hier sind die Mauern von der Justizvollzugsanstalt, in der Jiva Hajabi sitzt. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich eher als Gangster-Rapper Xatar, der 2009 einen Goldtransporter überfallen hat. Und ich wollte schauen, wie er sich seitdem verändert hat. Also er sitzt jetzt schon seit 4 Jahren hier drin und wir sind jetzt das erste Kamerateam, das ihn besuchen darf. Was Facebook? Geh auf interpro.com. Klick Xatars Profil unter Moosland. Hol dir Popcorn und pump den Song von vorn. Wir können nicht landen, immer im Gerichtssaal. Dann dürfen Sie mir jetzt ins Allerheiligste folgen. Bitte sehr, Sie sind gerade gewartet, weil ich muss dann abschließen. Ja, also ich bin hier in der Anstalt, bin ich die Leiterin des Sozialdienstes, aber bin darüber hinaus auch Behandlerin und Abteilungsleiterin hier in der Gewalttäterbehandlungsabteilung und für die Gewalttäterbehandlung hier in der JVA Rheinbach zuständig. Das heißt, hier können 16 Inhaftierte für ein Jahr an ihrer Gewaltproblematik arbeiten. Jetzt wird's ernst. Bitte sehr. Ein. 415 ist mein Name im Knast. Meine VPs ist hier drinnen mein Pass. Schlag auf Eve und du lernst mich kennen. Xatar für Big Amma von hier drinnen. 415 ist mein Name im Knast. Meine VPs ist hier drinnen mein Pass. Schlag auf Eve und du lernst mich kennen. Xatar für Big Amma von hier drinnen. Von hier drinnen. Hi, ich bin Barbara. Alles klar. Hi. Ja. Mit dir auch? Also ich bin jetzt gerade hier mit Jiva im AGT-Teil des Gefängnisses. Das steht für Antigewalttraining. Das ist so ein besonderer Teil der JVA. Der Unterschied zu den anderen Abteilungen ist, dass man hier in den anderen Abteilungen macht so jeder sein Ding, komplett so auf seiner Zelle. Und hier ist halt, dass das ein bisschen mit dieser Gemeinschaft ist, so, dass man auch dann mit anderen Charakteren klarkommen muss, sozusagen. Da sind ja Leute dabei, mit denen man nicht so chillen würde oder so. Und hier ist man dann damit konfrontiert und muss auch damit klarkommen. Das ist so das eine. Das andere ist, dass wir hier auch so Gruppentrainings haben. Ja, halt Tatbearbeitung. Von wem hast du kochen gelernt? Von Mama natürlich. Kocht die gut? Ja klar, Mann. Ja, toll, toll. So. Das sieht jetzt nicht so appetitlich aus. Ne? Ich war auch beim ersten Mal geschockt, ehrlich gesagt. Aber das ist live, ne? Das ist die Realität. Ist schlimm, ne, oder? Für so einen Menschen, der in Freiheit lebt. Ja, so ist das halt. Mir geht's halt darum, ich bin ja, wie nennt man das, Migrant oder so. Ja. Ne? Und wenn wir klischeemäßig loslegen, ist ja Lammfleisch so unser Ding, ne? Ja. Und das ist tatsächlich so, um jetzt mal dieses Klischee-Ding auch zu supporten. Das ist dann so, dann kriege ich so Heimatgefühle. War zwar noch nie in der Heimat, aber so, ich denke, ich werde zu Hause. Wo bist du geboren? In Kurdistan. Und wann bist du nach Deutschland gekommen? Mit 4, 5 Jahren bin ich hier angekommen. War eine lange Flucht so, von Iran über Irak und dann Paris und dann Deutschland. Hast du da noch Erinnerungen dran oder ist das alles so aus erzählt? Ja, ein bisschen von Irak habe ich noch Erinnerungen. Wir waren da im Gefängnis, meine Eltern waren so Freiheitskämpfer. Die haben uns dann in den Knast gebracht, bei Bagdad irgendwo. Davon habe ich noch ein bisschen Erinnerungen und dann wurden wir da rausgeholt von den Ärzten ohne Grenzen. Und mein Vater hatte irgendwas hier beruflich.
dann geklärt und dann sind wir hier gekommen. Ich will nicht weg hier, weil ich total süchtig bin nach meinen Leuten, die alle hier im Viertel sind. Von Kurden bis zu Russen, Türken und Afghaner, Iraner, Araber und Afrikaner. Jetzt riecht man Lamm, oder? Jetzt riecht wie bei so Kanaken zu Hause oder so. Also wegen dem Geruch, ne? Deswegen feiere ich diese Dosen. Hast du eigentlich richtig Freunde hier drin oder ist es eher so, ihr habt halt keine andere Wahl? Ne, also der Knast ist ja hier in der Ecke, wo ich herkomme, ne? So Rheinland, Köln, Bonn und so. Und da sind halt viele, also die Leute sind meistens aus der Gegend auch. Und es sind auch viele Leute aus meinem alten Viertel hier im Knast, also die ich schon seit klein auf kenne, sind viele Leute hier. Aber so neue Freunde oder so muss nicht sein. Das ist nicht meine Intention hier, überhaupt nicht. Warum sollte ich weg von hier? Schau dich doch mal richtig um, alles Jackpot hier. Du kannst mit Jogginghose rausgehen und du brauchst dich nicht schämen, weil die Frauen hier draußen auch so aussehen. Und je dreckiger das Hochhaus ist, umso fetter sind die Autos, wenn du rausblickst. Okay, es stimmt schon, hier gibt's auch schlechte Zeiten. Tage, die nix als Kopfschmerzen bereiten. Und trotzdem lieb ich diese dreckige Luft. Ich geh hier nur weg, wenn ich muss. Kannst du mir erzählen, wie dein Alltag hier aussieht? Wenn ich morgens aufstehe, ich gehe duschen, ich mache mein Gebet, ich trinke einen Tee, ich rauche eine Zigarette und dann gehe ich arbeiten. Bei der Arbeit, wir bauen da Staubsauger für so eine Firma. Danach, wie gesagt, nach der Arbeit ist dann die Freistunde, da gehen wir raus, da sieht man die Leute und so. Leute, die man auch nicht sehen will, sieht man dann. Dann trainieren wir da und dann kommen wir wieder hoch und dann haben wir Sport und dann kommen wir zurück, dann gehen die Zellen zu und dann werden Texte geschrieben, ganz fleißig. Oder Sitcoms geguckt, ganz fleißig. Also, wo ich in Amerika im Knast war, da war der Unterschied, da war alles so rassengetrennt und dann haben die mich halt mit den Hispanics da geschickt. Und dann war ich bei denen so in der Abteilung. Und in Irak ist halt eine ganz andere Welt, Mann. Da ist halt ein anderer Film. Da haben wir so einen Raum wie hier gehabt, genauso groß ungefähr. Und da waren wir 40 Mann, da war nichts in der Zelle, gar nichts. Nur Wände und eine Tür, kein Fenster, kein Waschbecken, nichts. Da lief halt dieser Film, dieser so Angst ums Leben Film, weil da Menschenleben nichts wert waren und so. Das hat man da mitbekommen. Da wurde einer verhaftet, der hat ein Bein ab. Und der war so 80 Jahre alt, so ein Kriegsveteran, so ein ganz alter Mann. Und die haben den bei der Verhaftung angeschossen und der wurde mit den Schusswunden bei uns in die Zelle gelegt. Einfach so, mit den Schusswunden. Der war noch am Bluten, der Typ, ein alter Mann, der hatte schon nur ein Bein. Ich war am Schlafen, ich stehe auf, ich sehe, wie den raustragen. Dann, ja, der ist tot, so ganz locker, das war alles für alle ganz normal und so. Da lief halt ein ganz anderer Film. Hier ist dann so, wenn jemand irgendwie am Ellbogen irgendwas hat und so Schmerzen, dann beschwert er sich, verklagt den ganzen Knast und so, ist mir egal, ich will jetzt so. Hier läuft halt, da wärst du direkt erschossen worden für so einen Spruch, sofort. Und dann von da hier hinzukommen, ist dann schon ein krasser Filmwechsel, knastmäßig so. Krasser Filmwechsel, ja. Hast du eigentlich hier sowas wie Fernsehen oder Radio oder weißt du irgendwie, was draußen so passiert? Oder ist das immer nur, wenn Besuch da ist? Ich habe Videotext. Kennst du das noch? Kennt ihr das noch? Da bin ich voll drin. Ja, Mann, ich habe Videotext. Da sehe ich die neuesten Nachrichten. Ja, auf jeden Fall habe ich gesehen, dass Raff auch Nummer 1 war. Genetic, MC Fitti war 2, so Leute, die es gar nicht gab, wo ich raus war. Wer ist MC Fitti, frage ich mich die ganze Zeit. Wer ist das? Butzbach, Erwachsenenvollzug, Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Sam Hayayima, dein Sohn ist ein Gangster. Wie viel hat das so mit der Realität zu tun, dieses Video, Besuchstag? Das ist eigentlich real, das Video. So geht's, so ist es ja. Die Besucherhalle und so, der ist von Beamten begleitet. Ja, so ist es ja. Hier ist es ja so. Du bist fremdbestimmt im Knast. Du gehst ja nirgendwo alleine hin und so. Sowas gibt's ja nicht mehr. Auf der Abteilung bewegen wir uns frei, aber sobald ich irgendwie woanders hingehe, dann wird man immer von den Beamten begleitet und so. So läuft das. Egal wo man hingeht. Von wem kriegst du am meisten Besuch? Familie. Alles Familie. Ist das schlimm für die? Ja, ist halt für die weiblichen Personen in der Familie ist das. Also ist für alle schlimm, aber für die ist das. Die können das ja auch nicht so verstecken. Ja, ist miese. Das ist ja das Schlimmste, was es gibt, wenn man die eigene Familie leiden sieht, ne? Das kann glaube ich, jeder nachvollziehen. Schlimmer geht's nicht. Wallah muss trotz der Sehnsucht immer lächeln. Damit Mutter sieht, man kann den Sohn hier nicht sprechen. Geh in den Warteraum,
warte auf meine Schwester, meine Mutter, Gesichter voller Kummer. Mutter sagt immer, es wäre kein Zufall, dass ich sitze. Sie sagt, Gott beschützt mich vor Rache durch Schüsse. Handküssen geht nicht aufgrund von Trennscheibe. Doch bist du weg, küss ich den Boden, auf den du gehst, daher. Es ist wahr, aus dem Auge, aus dem Sinn. Kopf kaputt nach jedem Besuch im Bau ihr drin. Ossendorf, Weiterstadt, Bochum, Aachen, Butzbach, Heimsheim, Stammheim, Stadelheim, Santa Fu. Khata heißt Gefahr, wortwörtlich übersetzt, ne? Auf Kurdisch, Arabisch und so, ne? Ich musste damals einen Namen finden, weil mein Vater hat gesagt, mit deinem Namen, den ich dir gegeben habe, wirst du keinen Rap machen. Dann war ich halt auf der Suche nach einem Namen und Khata ist so im Slang, ist das so für so, was weiß ich, du siehst ein geiles Auto und dann sagst du, bam, Khata, weißt du, so gefährlich, so mäßig. So war das damals bei uns, wo ich noch so 15, 16 war. So Khata, das Mädchen ist voll schön, so. Khata, so. Und deswegen habe ich mir das Wort zum Namen gemacht. Jetzt nicht, weil ich auf gefährlich machen wollte, sondern deswegen. Daher kam das. Also nichts Tiefsinniges, keine philosophische Geschichte dahinter oder so. Einfach nur so. So, das ist meine Zelle. Der Platz, an dem ich wohne, hier direkt zu Beginn begrüßt uns mein Kalender von letztem Jahr. Ich behalte die Kalender, weil damit ich weiß, was ich letztes Jahr gemacht habe. Weil hier immer alles gleich ist, vergisst man so überhaupt was, wo, wann. Deswegen dann sehe ich immer, dann und dann war das, dann und das. Auch viel wegen der Arbeit. Das die meisten Sachen, die eingetragen sind, sind von der Arbeit halt, also von der Mucke. So Release-Dates und Abrechnungs-Dates und diese ganzen Sachen. Ja, Mann, hier ist meine Medienecke. Mein Fernseher, mein DVD-Player, mein Stereo-Recorder, mein Wecker, Radio-Wecker. Hier habe ich meine Zeitschriften, meine Lektüren für den Abend. Juice, Backspin, Weiß natürlich. Hier habe ich meine CDs, hier habe ich die amerikanischen, hier habe ich die deutschen. Ich supporte Deutschrap, das möchte ich an dieser Stelle nochmal klarstellen. Hier haben wir Manuelsen, hier haben wir Freundeskreis. Echt, ja, du hast Freundeskreis, sicher, gell? Schwester Eva, Gino Abdi, Bero Bass, Azad, Beginner, Flair, Bruder, alles ist dabei, Xavier Naidu. Willkommen, setz dich hin. Okay. Also was ich immer interessant finde, es gibt ja diese ganze Gangster-Rap-Schiene so. Was denkst du darüber, wenn Leute das feiern, so nach dem Motto, geil, er ist auch noch real und hat es wirklich durchgezogen. Ich fand es ja selber geil und habe ja selber den Anspruch immer gehabt an die ganze Rap-Szene und so, dass die alle falsch sind und ich echt. Nur da wusste das noch keiner so, halt da wurde das noch nicht gerichtlich entschieden, dass das wirklich so ist, ne? Und den Anspruch habe ich ja selber gehabt. Das ist halt immer dieses Authentizitätsding, ne? Ist halt immer da. Bei keiner Musik. Sparte ist da so wie bei der Rap-Musik. Also idealerweise, hier geht es ja darum, dich zu resozialisieren in diesem Programm hier. Ja. Kannst du dir idealerweise vorstellen, dass du dich vielleicht in Zukunft auch so inhaltlich ändern wirst? Guck mal, ich habe so einen krassen Moment gehabt, ne? Der war in Stuttgart, wo ich im Knast war. Da in Stammheim. Da war ich in diesem Hofgang so und habe dann so einen Jugendlichen kennengelernt. Und der war ein Fan von mir, so von der Mucke. Und der hat mir dann so erzählt, Khata dies, Khata das und so. Und hat mir erzählt, dass die haben Spielothekenüberfall haben die gemacht. Und der hat mir dann erzählt, dass der auf dem Weg dahin, halt, dass sie meine Mucke gehört haben die ganze Zeit im Auto, so um sich Eier wachsen zu lassen, sag ich mal, ne? So zu motivieren. Und der ist halt so noch 19 Jahre alt gewesen. Ich sehe so, wie der sein Leben zerstört und noch so voller Stolz mir das erzählt und so und denkt, dass ich dem jetzt noch Props gebe dafür. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, weil ich habe nie über sowas nachgedacht, wie das so wirkt auf Jugendliche und so, was ich mache, also musikmäßig. Und der ist jetzt weg, der ist schon lange weg, der ist schon seit ein paar Jahren abgeschoben, im Libanon, wer weiß, was er macht. Vielleicht ist er jetzt da in irgendeiner Hezbollah-Einheit und so, hat schon die Luft gejagt, wer weiß, was da abgeht.
Die Mutter ist am Durchdrehen. Die Eltern konnten, der hat mir auch noch erzählt, seine Eltern können nicht zurück in Libanon, weil die politische Flüchtlinge sind. Das heißt, er sieht seine Eltern nie wieder. Und das war einer dieser Momente, der mir auf jeden Fall einen Film verpasst hat. Guck mal, ich habe damals richtig auf die Kacke gehauen, weißt du? Ich habe so Dinger gebracht wie... Nutte. Was willst du machen? Ich komm in deine Stadt mit deinem Benz 500, deine Schlampen werden nass und alle schreien wie schon wieder Rafal. Immer wenn du kommst, siehst du uns ab. Du weißt ganz genau, heute wirst du für 10 Mille verkauft. So Dinger. Und das war so der harmloseste Satz in dem Song. Und heute ist einfach, man, das Ding ist ein bisschen deeper geworden auch. Ich befasse mich mehr mit Systemen und so, was abgeht. Weißt du, all das, ich rap über das, was ich sehe. Weißt du, damals habe ich vielleicht keine anderen Sachen gesehen. Jetzt sehe ich das System von innen, vom Knast. Und dann kommen so Lines raus wie, ich treffe Kanaken, die erzählen, wie man machen muss, damit das Geschäft fließt wie am Hafenfluss. Sie sagen, Nutten bringen Geld. Geld bringt Noten, doch kannst du in die Augen deiner Eltern gucken. Ich weiß, es geht nicht. Ich sehe Brüder tagtäglich einsitzen, weil sie ein bisschen weiß tickten. Vielleicht müssen wir blind durch die Hölle gehen, damit wir endlich im Himmel die Engel sehen. So ein Ding. Ja, das ist so der Unterschied jetzt. Jetzt ist es so deeper, ich habe mehr Inhalt und so. Und so muss es auch sein. Ich habe so einen hohen Anspruch jetzt an meine eigenen Texte, weißt du? Gewalttäter können entscheiden, auf den Einsatz von Gewalt zu verzichten. Und das ist möglich. Das heißt, sie üben Kontrolle über sich und ihre Entscheidungen aus. Natürlich, mancher, der hier hinkommt, glaubt am Anfang, er kann uns hier so ein bisschen was vorspielen und vormachen. Aber dadurch, dass wir hier ein sehr erfahrenes Behandlerteam sind, ist es für uns sehr leicht, nach kurzer Zeit das auch zu durchschauen, welche Abwehrmechanismen die einzelnen Teilnehmer so zeigen. Also, wo ich hingekommen bin, war ich auf jeden Fall anders drauf als jetzt. Ich habe das festgestellt an einem Ereignis, wo ich in eine Situation gekommen bin, in eine Konfliktsituation, die ich normalerweise anders gelöst hätte. Mhm. Also statt draufzuschlagen, habe ich einfach losgelassen und bin einfach weggegangen. Mhm. Der Typ war geschockt, der dachte, was geht denn jetzt ab? Das kann doch nicht wahr sein. Der stand da nur und ich bin einfach weggegangen und das ist für mich so ein Moment gewesen, wo ich dachte, okay, das ist dieses Training hier, die Arbeit an sich selbst mit ihnen zusammen hat auf jeden Fall, bringt Früchte. Und wie hat sich das angefühlt für Sie, zu sagen, ich bin dann da weggegangen? Also früher wäre das ja eher Schwäche gewesen, oder? Ja, in seinen Augen ist es wahrscheinlich auch Schwäche, aber in dem Moment habe ich auch, das hat mir auch selber wehgetan. Aber ich habe das einfach vorgehabt, ich dachte, komm, das nächste Mal, statt direkt drauf zu hauen, ziehst du das durch, was du dir vorgenommen hast, du gehst einfach mal weg und guckst, was passiert. Aber in dem Moment war es sehr schwer für mich, das muss ich zugeben, es war sehr schwer für mich in dem Moment. Lass mich berichten, wie die Straßen vergiften, unsere Narben heilen wir durchs Kiffen. Ihr seht uns ticken, Tag und Nacht, das ist die Ohnmacht der Kehrseite vom Wohlstand. Bitte Gott, führe mich auf den geraden Weg, nicht den Weg derer, die irre gegangen sind. Bitte Gott, führe mich auf den geraden Weg, nicht den Weg, der dein Zorn erregt. Zu viele Jahre gesessen, Balkanaten fressen, tragen jetzt Schafe und Westen. Wenn du 4 Jahre so auf 8 Quadratmetern lebst und viel Zeit zum Nachdenken hast, dann entwickelt sich hier einiges so. Ich habe zum Glauben gefunden, vorher war ich da überhaupt nicht so der Typ für. Mein Gewissen ist jetzt viel besser ausgeprägt. Ich achte auch auf mein Gewissen. Damals habe ich mein Gewissen oft so ignoriert oder ausgetrickst. Deswegen habe ich auch viele Sachen gemacht, die man normal nicht macht so. Aber jetzt, dadurch, wenn man glaubt, wenn man wirklich glaubt, dann spielt das Gewissen eine große Rolle, weil man weiß, dass man 24 Stunden unter Beobachtung ist. Und das ist nicht die NSA, das ist Gott, das ist noch größer. Dann sind es noch mehr Daten, die da abgefangen werden. Also Bonn gilt ja immer als Epizentrum dieser ganzen Radikalisierung und dieser Dschihad-Bewegung in Deutschland. Kennst du da Leute oder kannst du da sympathisieren? Oder? Also da, wo ich herkomme aus Bonn, aus dem Viertel, da ist so, also 50%, sage ich mal, von den Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin, von der Grundschule aus, die sind auch nach Waziristan oder wo das ist. Die sind dahin die sind Salafisten geworden und so, und viele von denen sind auch da rübergegangen und so. Wenn du so Leute kennst, von klein auf, so, die sind dann immer noch die gleichen für dich, auch wenn die jetzt einen Bart tragen. Du gehst immer noch zu denen nach Hause, siehst die Mutter, den Vater, die den dann dissen, so. Komm, geh zu dem Möchtegern-Mullah und so ins Zimmer und so. Ja, ist so, ne? Das läuft ja dann von Namen ein bisschen anders ab. Damals war das so bei uns, muss ich ehrlich sagen, dass die Jungs, die halt den Weg gegangen sind, halt, die waren vorher auch kriminell, weißt du, richtig kriminell so.
Viele waren, was weiß ich, Zuhälter, Dealer, die haben dann damit alles komplett auf einmal aufgehört. Komplett. Ja, so ist das. Ach, bei mir läuft halt ein anderer Film. Also würdest du sagen, du hast so einen eher moderaten Glauben? Ja, ich habe einen ganz normalen Glauben. Ganz normal. Ich bin da cool. Ob die Leute jetzt Angst haben, Mann, die haben sowieso Angst. Wenn ich sage, ich bin Moslem, hat jeder Angst. Das ist immer das Gleiche. In Amerika war das gut im Knast. Da habe ich gesagt, ich bin Moslem, die haben mich alle in Ruhe gelassen. Das war gut. Die ganzen Mexikaner und so, hey, das ist ein Terrorist und so, lass den und so. Ich sage, okay. Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Das Allererste, ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köfterspieß, weißt du? So einen schönen Köfterspieß. Kolbstraße, ein Köfterspieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Hawal, gib mir einfach nur einen Köfterspieß. Dazu einen schönen frischen Eidern aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so all-you-can-drink-mäßig zapfen kann. Und dann ein Handy besorgen, Mann. Ich brauche ein Handy, Mann. Ich brauche ein Handy. Smartphone, sorry. Das sind ja jetzt Smartphones. Ein schönes Smartphone und dann telefonieren und diese Filme. Diese Freiheitsfilme halt, was für euch normal ist. Den Film muss ich mir geben. Bitte Gott, führe mich auf den geraden Weg, nicht den Weg, der dein Zorn erregt. So viele Jahre gesessen, Balkaner und Frechsten tragen jetzt Schafe und Weste. Bitte Gott, führe mich auf den geraden Weg, nicht den Weg, der dein Zorn erregt. So viele Jahre gesessen, für den Traum, dass ich batzen mit 500er Benz.